kurzes Film. Hi. Ist das jetzt ein Interview? Ja. Keine Interviews heute. Oh mein. Hallo aus Phuket. Wir sind relativ überraschend eigentlich hier gelandet, also wir hatten es dann uns gestern schon so überlegt. Aber ursprünglich sollte unsere letzte Station mal Koh Lipe sein. Dann hat man uns aber auf Koh Phi Phi mitgeteilt, dass aktuell der direkte Weg per Fähre überhaupt noch nicht wieder geöffnet hat. Und da musste man noch mal ein bisschen überdenken. Erst in ungefähr fünf Tagen. Deswegen musste man noch mal überdenken, wie und auf welchem Weg wir in unser nächstes Land, nämlich Malaysia, einreisen wollen. Und schlussendlich sind wir dann hier in Phuket gelandet, wo wir auch jetzt 4 Nächte bleiben, was für Phuket relativ lang ist. Die Insel ist zwar nicht gerade klein im Vergleich zu denen, wo wir jetzt zuletzt so waren, aber Phuket hat so ein bisschen so einen, ja, ich sag mal, einen sehr gemischten Ruf. Also wir wären sonst wahrscheinlich eigentlich eher nicht hier hingefahren. Haben uns dann jetzt mal ein bisschen umgehört, was man so machen kann. Das klingt dann doch ganz gut. Wir sind heute Nachmittag angekommen, auch wieder mit der Fähre. Sind dann ein kleines Ründchen durch die Stadt gegangen, haben uns aber jetzt gerade eigentlich nachmittags mehr hier ausgeruht, ein bisschen rumgelegen. Und jetzt gehen wir mal los, gehen nochmal was essen. Wir kriegen vielleicht schon mal einen ersten Eindruck von der Walking Street. Das ist hier, oder beziehungsweise von der Party Street direkt nebenan. Bangla Road heißt die, glaube ich. Auch die hat einen sehr gemischten Ruf. Es ist so ein bisschen so Klischee, wie man sich Thailand-Tourismus vielleicht oder die negativen Seiten davon vorstellen würde. Wir probieren es einfach mal aus, wir gehen Bierchen trinken, gehen was essen und dann werden wir berichten, wie es uns gefallen hat. Ja, jetzt bist du drauf. Ja, das kommt in den Final Cut. Okay. Okay, the madness begins. Es ist unfassbar laut hier. Alles blinkt, überall sind Menschen und Autos und komische Dinge. Es gibt hier einfach so Shooting Ranges. Man kann hier für 3 Euro kann man 15 Schuss auf was auch immer abgeben. Und das ist hier noch lange nicht das Komischste. Mal gucken. Es ist interessant. Der Sieger. Hast du dir verdient? Nee, du hast schon auch 2 Eigentore gemacht, sonst wäre es nicht so schnell gegangen. Und der ist auch 2 oder 3 Mal bei dir rausgeflogen. 2 Mal. Aber ja, du warst trotzdem besser. Ich will noch mal spielen.
gut, nicht gerade der Halbdonner. Ja, man kann nicht über den Halbdonner. Ja. Wir hatten hier die Wahl zwischen allen Aktivitäten. Ping-Pong-Show, was das ist, will ich gar nicht erst erklären. Happy Hour, alles Mögliche. Wir hätten sonst was tun können. Wir haben uns für dieses Arcade entschieden und wir bereuen gar nichts. Aber alles andere machen wir jetzt auch trotzdem noch. Außer vielleicht Ping-Pong-Show. Außer vielleicht Ping-Pong-Show, die lassen wir heute mal aus. War erstaunlich gut, hätten wir gar nicht so gedacht. Die Straße, diese Bangla Road, ist aber wirklich verrückt. Also man muss da schon Bock drauf haben, sich drauf einlassen, weil da laufen so viele Leute rum, wollen einem irgendwas andrehen. Das ist erstmal nicht schlimm, das ist auch relativ normal so für Thailand. Es war jetzt aber hier, also das ist nicht übertrieben, wir sind einmal die Straße hoch und wieder runter gelaufen, über mehrere Stunden verteilt. Ich würde schätzen, man hat uns 50 Mal dieses Plakat für die Ping-Pong-Show ins Gesicht gehalten. Und auf den Plakaten steht wirklich drauf Ping-Pong-Show and fucking Show. Also die bringen es relativ klar auf den Punkt. Wer das nicht kennt, es geht um nackte Frauen, die ihre Körperöffnungen nutzen, um Ping-Pong-Bälle an andere Orte zu befördern. Also es ist genauso schrecklich, wie es klingt. Und das war schon sehr aufdringlich. Aber ansonsten hatten wir trotzdem einen schönen Abend. Wir haben uns dann einfach irgendwo hingesetzt, haben ein, zwei Bierchen getrunken, ein bisschen Live-Musik gehört. Und das war irgendwie dann ganz schön. Aber es ist nichts für jeden Abend, definitiv nicht. Das Publikum hier ist schon auch speziell. Viele ältere Männer, die hier alleine unterwegs sind und ja, sich Leute, sagen wir mal, Leute suchen, mit denen sie ihre Zeit verbringen können. Bisschen merkwürdig. Heute haben wir den Tag langsam angefangen und jetzt gleich wollen wir irgendwie mal gucken, ob wir noch zum Strand kommen. Gerade ist es nämlich mal trocken, das müssen wir eigentlich nutzen. Mal gucken. So, kurzer Change of Plans. Rune fühlt sich heute nicht gut, hat auf einmal Bauchschmerzen bekommen, deswegen laufe ich jetzt hier ein bisschen alleine rum. Setze mich ein bisschen an den Strand, solange es noch geht. Es wird ziemlich grau gerade. Eieiei. Also die Regenzeit haut im Moment echt richtig rein, leider. Ich hoffe auf noch ein paar trockene Stunden. Diese Kokosnuss wird's richten, egal was passiert. Wie konnte ich zu Hause ein Leben ohne Kokosnüsse führen? Es gibt einfach kein besseres, erfrischenderes Getränk. Straße überqueren ist immer ein Abenteuer. Hier geht's tatsächlich mit dem Verkehr. Aber grundsätzlich gilt, friss oder stirb. Wer nicht geht, kommt nicht rüber. Ich bin ein Glückspilz. Das war richtig einfach. Sieht jetzt auch nicht so schön aus. Es ist alles grau heute. Oh, den ganzen Tag war es gut und jetzt wird es schlecht, ey. Kein Glück im Moment. Ich kann es ja selber noch kaum glauben, aber es hat tatsächlich aufgehört zu regnen und auch wenn es noch bewölkt ist, ich tue es trotzdem. Ich gehe jetzt ins Wasser und mache einfach das Beste aus diesem Tag und es sieht auch gerade eigentlich schon wieder ganz schön aus. Man muss flexibel bleiben, dann wird es leichter, auch wenn der Regen manchmal echt frustrierend sein kann. Aber es geht nur darum, wie man damit umgeht und ja, sich einfach trotzdem eine gute Zeit zu machen. Es ist nur Wasser. Solche Wellen habe ich hier noch nicht gesehen, nicht ohne.
ist der hintere von den beiden, ist der Guide quasi, also der, der das ganze Ding gehört. Und der sitzt da einfach lose mit drauf. Also der Touri ist festgestellt, er sitzt da einfach so drauf, ist doch unfassbar gefährlich. Gleicher Strand, anderer Tag, unschwer zu erkennen ist das Wetter heute auch viel besser. Endlich. Endlich. Und Rune ist auch wieder ganz fit. Deswegen haben wir es jetzt hier mal halbwegs ganz fit. haben wir unser Wow. Deswegen verlagern wir jetzt an diesen Strand und werden uns hier irgendwo ein Plätzchen suchen. Und ins kühle Wasser springen. Es sieht heute nämlich endlich auch mal richtig, richtig schön aus hier in Phuket. Das Video ist fertig. Hättest du noch irgendwas zu sagen? Ich habe gar nichts zu sagen. Ich habe nichts zu melden. Ja gut, das ist klar. Stay hydrated, habe ich zu sagen. Sonnencreme. Heute gönnen wir uns mal eine Liege für 200. Nee, mit Sonnenschirm. Endlich brauchen wir mal einen Sonnenschirm. Wie wir so tun, als hätten wir wochenlang nur Regen gehabt. Das ist einfach so 5 Tage jetzt. Normalerweise wäre eine bezahlte Strandliege eher nicht unser Ding. Das fühlt sich schon sehr touristisch an, aber da wir heute sowieso nur am Strand liegen, haben wir gesagt, wir können doch mal die 6 Euro oder was das sind in die Hand nehmen und ein bisschen gemütlicher liegen. Weil manchmal ist einem auch nicht nur nach Erkunden und nach jeden Tag was Neues sehen und rumreisen. Es ist manchmal schön, einfach nur zu liegen. Und genau das machen wir heute. Das ist ganz entspannt. Ja, hier kann man es auch ganz gut aushalten. Nein, es ist wirklich super schön. Das Wetter ist total gut. Ich hoffe, es bleibt so. Braucht auch mal wieder einen Sonntag. Gut für die Seele. Ich glaube, wir liegen hier mittlerweile schon 3 Stunden rum und uns nicht bewegt. Ich habe meine Eltern gerade mal angerufen und wir haben lange gequatscht. Schöne Grüße. Und jetzt gerade genießen wir hier ein kühles Chang. Wir hatten überlegt, ob wir gleich noch an einen etwas schöneren Strand verlagern. Es scheint sich ein bisschen zu bewölken gerade. Wir müssen mal gucken. Sonst ist hier auch nicht der schlechteste Ort, um den restlichen Tag zu verbringen. Den Weg zum Freedom Beach, gar nicht weit vom Patong Beach entfernt, aber gerade dadurch, dass man hier irgendwie erst so 10 Minuten durchtracken muss, sehr entlegen und nicht viel besucht, extrem zugemüllt, wie wir gerade sehen, aber an sich der Strand sieht sehr schön aus. Aber das ist halt so ein bisschen immer ja, der Nebeneffekt, ne? Der Müll ist hier leider einfach überall. Wir werden den Tag lieber hier verbringen. Das ist so traurig schön. Aber wir haben ja morgen noch einen Tag. Vielleicht kommen wir dann wieder. Und ich spiele da vorne.
Banana Beach. In Phuket. Hooray! Gute Kamerapräsenz. Soll ich es gleich nochmal machen? Ja, vielleicht. Guck mal. Tada! Tada. Ich habe diesen Schein in ganz zerfressen und kaputt und so im Meer gefunden. Und habe den jetzt hier bei der National Bank of Thailand abgegeben und habe einfach einen neuen bekommen. Fast 30 Euro. So viel Geld habe ich noch nie gefunden. Und wir waren uns auch wirklich nicht sicher, ob die den annehmen, ne? Weil der halt schon echt zerfressen und zerfleddert war. Sah ein bisschen aus wie Falschgeld, aber... Weil er so lange im Wasser lag, ja, aber... Glück gehabt, davon kaufen wir uns jetzt was Schönes. Ja. guten Morgen, aus unserem Taxi heraus. Irgendwie habe ich gestern einfach nicht mehr weitergefilmt. Wir haben die Kamera gar nicht mehr dabei gehabt und sich irgendwie da nichts ergeben. Also wir haben auch tatsächlicherweise einfach nichts mehr gemacht. Also schon, wir sind viel rumgelaufen, haben uns hier die Stadt nochmal viel angeguckt. So ein bisschen die Gegenden etwas weg hier von der Hauptpartymeile. Und das war auch wirklich sehr, sehr schön. Und wir haben einfach unseren letzten Tag, also unseren letzter ganzer Tag in Thailand, den haben wir sehr in Ruhe ausklingen lassen. Haben noch ein paar Bierchen getrunken abends. Kann ja nicht gehen, ohne noch ein paar Chang getrunken zu haben. Und jetzt gerade sind wir schon auf dem Weg zum Flughafen und fliegen heute Nachmittag nach Malaysia. Richtig, richtig schön. Wir lieben Thailand, das war eine super schöne Zeit. Wir waren jetzt ja auch 4 Wochen hier. Aber wir sind jetzt auch ganz bereit fürs nächste Land. Es ist total schön, es fühlt sich richtig abenteuerlich an, jetzt endlich weiterzureisen.